würde immer noch gerne wissen, was das da ist. Also das da, das da mit dem Schatten. Komm von da. Ich kann ja die Tür auch nicht zumachen. Ich verstehe nicht, was das Spiel jetzt von mir möchte. Mensch, was für eine Überraschung. Haarspray. Du schraubst den unteren Teil der Sprühdose ab und? Ach so. Da ist ein Schalldämpfer drin. Psst, Ruhe. John darf dich nicht hören. Hat die Creme auch irgendwas? Außer Creme. Ja, natürlich. Unglaublich, dieses Mädchen, gell? Wichtiges Zubehör. Das laufende Wasser wird das Geräusch etwas dämpfen, doch John wird es trotzdem hören. Eine einzige Kugel mehr brauchst du nicht. Warum sagt sie ihm denn das nie einfach? Man, der kennt doch das Spiel auch. Das ist so merkwürdig. Was ist das denn für eine Beziehung? Das ist es, was ich meine mit keine Chemistry. Also, John hat sich ja jetzt selbst das Video geschickt. Dem hat er sich ja darüber aufgeklärt, dass Paulina auch unsterblich ist. Und wenn sie stirbt, hat sie den Vorteil, dass sie ihr Gedächtnis behält. Er weiß ja jetzt, wer sie ist. Wusste er davor vermutlich auch schon. Er schickt sich das Ding ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jeden Tag. Warum geht sie nicht einfach zu ihm hin und sagt, du Schatz, mich stören meine Falten. Ich bringe mich mal kurz um für eine Verjüngungskur. Es ist sehr makaber, ja, aber die beiden haben ja nichts zu verlieren. Puh, weiß ich nicht. Finde ich merkwürdig. Gut, die Unterhaltung an für sich hätte ich jetzt auch merkwürdig gefunden, aber immerhin wäre sie ehrlich gewesen. Warum darf er sie nicht hören? Das verstehe ich nicht. Er weiß doch, was passiert. Oder beziehungsweise er weiß ja. Perfekt, dann sag mal deinen Falten Tschüss, Paulina. Mach doch wenigstens die Tür zu. Ah, ich wollte schon sagen. Happy birthday, boss! Boris, today's not my birthday. Come down quick! I'm double parked. Warum steht John nur drauf, mit diesem Irren zu arbeiten? Come on! I gotta tell you something. You're never going to believe it. Okay, you convince me. Thanks, John. I'll take pictures of the sculpture and look for its documents. Me? John, you Google that collector just in case. Victoria Baxter, right? Yes, and me? Maybe we could give her a little gift to make a good impression. Well, as long as you take care of it. And me? You'll come to Baxter's house with me. If what you say is true, and tomorrow she's leaving on a trip, we must be quick. But now park that van. You're breaking the law. Yeah,
No more tickets, Boris. Happy birthday. Dein Atelier, du könntest dein ganzes Leben hier verbringen. Objekte restaurieren, Musik hören, die Welt vergessen. Ich verstehe nicht, warum manchmal diese Sprechblasen zum, also diese Narrative-Sachen mal zum Wegklicken sind und mal gehen sie von selber weg. Dein Vater hat diese geschnitzte Skulptur zum Spottpreis bekommen, weil sie stark mitgenommen war. Doch er hat sie hervorragend restauriert. Ah. Der geschlossene Mund formt die Unlaute, den Unlaut, Symbol für den Tod aller Dinge. Deswegen hat dieser Nio, ein Beschützer Buddhas, den Spitznamen Ngyo. Aha. Die Hand verwehrt den Durchgang, deswegen wurde diese Statue an einem besonderen Zugang zum Tempel positioniert. Mehr gibt's nicht? Ah, doch, hier. Soweit du weißt, basieren die Street Fighter-Charaktere Goken und Akuma, dein persönlicher Favorit, eigentlich nicht, aber ist okay, aus diesem Nio. Es tut mir wirklich leid, wenn ich hier die Namen vergewohltätige oder die Ausdrücke. Doch bei dem Kragen hat die künstlerische Freiheit gesiegt. Aha, wenn du das sagst. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der aussieht. Die Brustwarzen sind so riesig, dass Facebooks Algorithmus sie zensieren würde. Doch da weder du noch Letopetit ein Account beim Netzwerk der Netzwerke haben. Ach so, beim Netzwerk der Netzwerke haben, wirst du das wohl niemals herausfinden. Warum habe ich so Probleme mit den Texten? Vielleicht, weil sie ein bisschen merkwürdig geschrieben sind. Der nach unten weisende Stab symbolisiert latente Stärke. Latente Stärke. Wartet mal kurz. Latent, vorhanden, aber noch nicht in Erscheinung tretend, nicht unmittelbar sichtbar oder zu erfassen. Ah ja. Okay. Wenn du das sagst. Wenn du dich recht entsinnst, gehört der Sockel ursprünglich nicht zu dieser Statue. Den hat dein Vater dort aufgestellt. Okay. Nicht die beste Fotografenausrüstung der Welt, aber sie reicht. Halten. Ein gefallener Engel erinnert dich an Johns Albtraum, der Sohn des Teufels. Ha. Nofretete. Eine Gipskopie der Büste der Nofretete, auch bekannt als Mona Lisa von Amarna. Den Namen kenne ich jetzt nicht für sie, aber verstehen kann ich's. Du warst 8, als du sie zusammen mit deinem Vater modelliert hast. Joke, der damals noch einigermaßen bei Verstand war, meinte, du seist der nächste Michelangelo. Du nimmst den besten und neuesten Pinsel. Okay. Gut, dass ich das tue. Oh, Ink. Die beste Tinte zu malen auf Gummi und Holz. Die schlechteste Nachricht ist, dass sie lange zum Trocknen braucht. Naja, solange es nicht Tage, Wochen oder gar Monate sind, wie manche Ölfarben scheinbar brauchen, ist doch alles in Ordnung. Ich möchte jetzt das Fixierspray. Ideal für schnell trockene Tinte. Ich habe hier so viel schönes Werkzeug und nichts davon darf ich mitnehmen. Du hast anhand von Johns Erinnerungen ein 3D-Modell der Münze angefertigt. Entschuldigung, er sagt, du hast das zu 100% hingekriegt. Was du alles kannst, ne? Aus was ist die? Metall?
glaube nicht, dass ich die Nofretete anmalen möchte. Ah, Hammer. Was keiner weiß, mit 15 hast du einem bei einer Straßenschlägerei mit genau seinem Hammer die Kniescheibe zertrümmert. Au. Okay, der Besitzer des Knies weiß das natürlich. Ja, wäre merkwürdig, wenn nicht. Jetzt habe ich aber alles mitgenommen, was ich hier mitnehmen kann. Kann das sein? So, was mache ich jetzt mit den schönen, tollen Sachen, die ich gefunden habe? Die letzte Antiquität, die dein Vater gekauft hat, eine Truhe, die vom französischen Königshaus im 17. Jahrhundert verwendet wurde. Du könntest sie verkaufen und einen Großteil deiner Schulden begleichen, aber nein, das kannst du einfach nicht. Sie sieht sehr unaufregend aus. So vom Design her. Sind da drin. Der Bolzen sitzt so fest, dass du ihn nicht bewegen kannst. Wie viel Zeit ist vergangen, seit du das letzte Mal diese Truhe geöffnet hast? Dann gib mir doch mal den Hammer. Falsches Inventar. Klar, du könntest ihn mit diesem Hammer öffnen, doch dabei würdest du auch den Bolzen beschädigen. Du könntest stattdessen den Nylonhammer benutzen, doch wo hast du den nur gelassen? Ich habe einen Nylonhammer. Ist dann vermutlich einer aus Plastik, so einen habe ich auch. Also was heißt aus Plastik? Ich habe einen, der hat so verschiedene Aufsätze tatsächlich, die ich ranschrauben kann. Das ist so Gummi und Plastik. Ganz gut, wenn man zum Beispiel Möbel zusammenbauen möchte, weil ein normaler Hammer halt auch das Holz dann beschädigen kann. Während jetzt, wenn ich einen habe mit einem Gummiaufsatz oder Plastik, der ist natürlich deutlich... schonender dann für die... Da ist noch was. Ist das ein Werkzeugkoffer? Tomorrow you'll receive a parcel from me. A set of micro cameras with mics. Incredibly small. They're for you to set up a little security system in your shop. You have things I'm interested in and I don't want to see you get robbed. Das sind Sicherheitskameras, nicht zum Fotografieren, doch bevor du die anbringst, müssten wir das mit der Baxter regeln. Mit was? Ist leider kein Werkzeugkoffer. Oh, da don't think that the cameras are for free. Vor zwei Tagen hat nachts deine Freundin aus Amsterdam angerufen. Hey Rat, I need you to find me a painting just like this one. Mediocre or bad quality. Anonymous painter. Painted in the 1880s in the Netherlands. In its original frame. I'll come to Paris personally to pick it up in 2 days. Don't tell John or anybody else, okay, Rat? Dieses Stillleben erfüllt ihre Anforderungen perfekt. Warum möchte man so ein merkwürdiges Anonymer... Will sie das als ein Bild von jemand Berühmten verkaufen? Okay. Warum macht sie diesen komischen Akzent? Nein, ich wollte eigentlich raus. Habe ich den Hammer vielleicht draußen? Ich denk's nicht. Heute ist das erste Mal, dass du seit dem Unfall in den Van steigst. Ist kein Trauma, aber wenn sie es vermeiden lässt. Dir ist klar, wie viel er John bedeutet, aber mit ihm zu arbeiten ist einfach zu viel des Guten. Weiß er, wo mein Hammer ist? I can't find the nylon hammer. I have it. Why? None of your business. You want it? Give it to me. Sure, boss. CCCP. Ja, so ungefähr sieht meine auch aus. Happy birthday. Der Kopf, der aus elastischem Nylon ist, beschädigt nichts, was er trifft. Bei mir kann ich nur das, was hier weiß ist, kann ich abmachen, abschrauben und dann was anderes anschrauben. Also eben Plastik, Gummi,
rundeckig. Ich muss nur gucken, wo ich die ganzen Aufsätze habe. Die sind mir mal aus dem Koffer rausgefallen. Wir können aber noch mit ihm reden. Erstmal erkunden wir ihn. Du hast ihm dieses Tuch zum Geburtstag geschenkt, weil du es eh wegschmeißen wolltest. Jetzt trägt er es, trägt er das voller Stolz. CCCP. Er hat das gleiche T-Shirt in verschiedenen Farben, selbst eins in Blau, Rot und Weiß mit Sternen, Streifen und dem Akronym CCCP für die UdSSR. CCCP für die UdSSR? Was? CCCP. Google. Wo kommt denn das her? Sowjetunion. CCCP steht für die ehemalige Sowjetunion UdSSR. Die Abkürzung ist in kyrillischer Schrift. CCCP entspricht in den italienischen Buchstaben SSSR und steht für Russisch. Kann ich nicht lesen, aber die russischen Wörter fangen mit dreimal C und einmal B an. Also es sind vier Wörter. Lateinisiert Sojus Sowjetunion. Sowjetkitsch, Sozialistischkitsch, oh Gott, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Entschuldigung für alle, die diese Sprache sprechen. Ich werde mich auch nachher in den in die Ecke setzen und ein bisschen weinen und mich schämen. Du hast diese Hose für John gekauft, doch er fand sie zu modern. Mhm. Naja, man muss ja nicht mit jedem Freund sein, der der Freund des Boyfriends ist. Das finde ich ein bisschen friemelig hier. Zumindest mal mit dem Controller ist vielleicht besser mit, na, wobei, Maus und Tastatur soll ja broken sein. Wir versuchen es erst gar nicht. Wie asynchron der Ton gerade war. Als John dir diese Kamera geschenkt hat, hast du so getan, als seist du wütend. Sie war viel zu teuer. Aber innerlich hast du dich gefreut. Eines der Bücher, von dem dein Vater wegen Choke wie besessen war. Er fertigte sogar eine 2 Meter hohe Rekonstruktion des Kreuzes aus dem Titel an. Die Lupe eines Antiquitätenexperten, groß, aber ideal, wenn Genauigkeit gefragt ist. Entschuldigung. Okay. Jetzt habe ich all die schönen Sachen. Ich könnte jetzt einfach mal zu John wechseln. Du googelst Victoria Baxter, während du im Hinterhof nach möglichen Geschenken für sie suchst. Endlich hast du ihre Adresse gefunden und als du ihr Foto auf dem Cover... Dankeschön. Dann entdeckst du das Siegel ihrer Familie, ein verschnörkeltes B, und klickst auf Drucken. Da manchmal muss ich mit A bestätigen, manchmal geht das einfach weg. Das ist irgendwie voll doof. Mach doch alle zum Wegklicken. Nicht jeder kann so schnell lesen. Die Tapeten fallen schon von den Wänden. Hoffen wir mal, dass diese Sache mit Baxter dir hilft, Petits alte Schulden zu begleichen. Doch eigentlich ist das alles deine Schuld. Ach. Ja? Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist 7 Jahre her.
Eine Tabelle mit alchemistischen Elementen, Teil deiner Vergangenheit. Also als ich den ersten Teil gespielt habe. Fast 7 Jahre. Das war, ich glaube, Juli 13, 2013. Was ich hier für Fahrten veranstalten kann, die finde ich irgendwie cool. Aller Logik zum Trotze holst du eine SD-Karte aus dem SD-Card-Reader. Warum aller Logik zum Trotze? Du hast diesen Laptop vor einigen Jahren in New York gekauft, als du dort warst, um Boris wieder hierher zu bringen. Viele dieser französischen Acerti-Tastaturen, bei denen Q und W mit A und Z die Plätze getauscht haben. Q und W sehe ich jetzt ehrlich gesagt hier nicht, aber Z und Y haben die Plätze getauscht wie in der englischen Tastatur. Es ist trotzdem eine QWERTY. Das ist nur eine S-Tastatur. Wir haben QWERTY. Aber Q und W sind auf derselben Stelle. Merkwürdig. Du benutzt diesen Computer, um ein wenig zu einzelnen Stücken zu recherchieren, die Konten des LANs zu verwalten und ab und zu Crusader Kings zu spielen. Du liebst den Realismus dieses Spiels, vor allem den Umstand, dass man im Laufe der Epoche immer wieder stirbt. War das jetzt gerade... du gibst die URL der Adresse deiner Webseite sowie das Passwort ein, das in der E-Mail steht, die du dir selbst jeden Tag schickst. War das gerade eine Promotion für Crusader Kings? Ich weiß nicht, ob es das Spiel gibt. Es klingt mal so. Scar. When you die, you resurrect, but your body comes back to the shape it was in when you died for the very first time and without any of your memories. So, although you had that scar erased with laser surgery, it's going to appear again if you die. Your best girl. Thanks to her, you've got a very worthwhile present. If the scar on your hand comes back, go to her and do whatever she tells you to do. Das Vergangenheit ist schon, aber viele viel Vertrauen in Pauline. You work at the antique shop that Pauline inherited from her father. Warte mal kurz. Ich habe gerade ein bisschen Kabelprobleme so. Years ago, when you were known as Choke, you went crazy and lost your mind. And ended up living in a derelict metro station in New York, where the psycho found you. Down in the Cadway metro station, you made friends with another crazy street person. He was as nutty as you were. And what drove him crazy was that he couldn't accept the death of his son. Years later, you got him out of the loony bin they put him into and brought him to Paris. Where he works with you and Pauline now. 3 years ago, a totally crazy millionaire found you at Cadway, and he discovered that you were an immortal, and so he used you to become one himself. Spoiler für der Fall von John Yesterday. Noch mehr Spoiler. The crazy tycoon wasn't alone. He had a hunting dog who did everything he was ordered to do. White killed you, and when you resurrected with no memory, he lied to you. He gave you a false life, a false past, a false career, even a false mother. Also, wir haben ja noch mal so eine Kurzzusammenfassung von dem letzten Spiel. Yet, although White manipulated you into finding the potion of immortality, you also discovered some things you weren't supposed to. When that happened, like at the Hotel Doré in Paris, he killed you. And when you came back, he manipulated you again, making you start all over again.
The last time that psycho killed you, he made you swallow mercury. That was a little mistake, because from then on, you started to remember small pieces from your past, which helped you to finish with him. Was auch immer. Ich weiß nicht mehr, was das... Moment.